Land der großen Seen, Land der starken Industrie, Land der Ars Electronica. Dafür ist Oberösterreich traditionell weltbekannt. Aber es gibt noch mehr zu entdecken in dem Bundesland, nämlich eine boomende Szene der Startups, Scale-Ups und Hidden Champions. Wir haben eine tolle Landschaft. Oberösterreich ist, glaube ich, auch attraktiv für Nicht-Oberösterreicher. Ein sehr schönes Land mit Bergen, mit einer schönen Natur. Wir sind ja bekanntermaßen der Wirtschafts- und Industriemotor der Republik. Es ist schon diese hemdsärmelige Mentalität des Einfachmachens da. Handschlagqualität. Verlässlichkeit. Also das haben wir von Kind auf mitbekommen, da muss ja Sachen arbeiten. Wir sind halt in Wirklichkeit Hackler. Eisler. Schon wieder die scheiß Schultern zum. Ich mag das noch nicht. And here comes Eisler. Schon wieder cool, oder? Hello, I'm Mike Eisler. I'm CEO, Chief Entertaining Officer of Webwolf. To give you a hook remembering my name, we have the iPod, we have the iPhone, and now we are all crazy about the iPad. And here comes Eisler. Okay, take some time. Demo conference. Eisler. Mein Name ist Michael Eisler, ich bin Gründer und Vorstand der Startup 300 AG. Mein Name ist Gerhard Kühner, ich bin Geschäftsführer und CEO von 506. Franz Tretter, CEO und Co-Founder von Hello Again. Ich bin Evelyn Haslinger, Gründerin von Simflower. Mein Name ist Bernhard Leder, ich bin leidenschaftlicher Gründer. Mein Name ist Bernhard Eichinger, ich bin 34 Jahre, habe vor 12 Jahren ein Unternehmen gegründet, bin seither Unternehmer. Tractive ist Weltmarktführer im Bereich GPS-Tracking für Hunde und Katzen. Zwischen Linz und Donau, zwischen Bauernschleue und Hacklermentalität, zwischen Fabrikshallen und Garagen haben wir die Founder-Szene Oberösterreichs gesucht und gefunden. Aber bevor wir in die Tech-Zukunft des Landes schauen, müssen wir uns kurz mit der Vergangenheit beschäftigen, mit einem ganz speziellen Herrn. Am 12. März 1938 hatten Truppen der deutschen Wehrmacht und der SS Österreich besetzt. Der Jubel war auch in Linz unbeschreiblich. Viele Linzer glaubten, noch mehr Grund zum Jubeln zu haben, hatte doch Adolf Hitler bereits am 13. März 1938, dem Tag des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich, die Patenschaft über die Stadt übernommen. Mit Linz, seiner Heimatstadt, hatte der Führer Besonderes vor. Hitler hat in Linz selbst, glaube ich, wenn man alles zusammenzählt, bestenfalls 7 Jahre gelebt. War nicht erfolgreich, er ist im Gymnasium durchgefallen, auch in Steyr. Er hat Linz aber als seine Heimatstadt stilisiert und wohl auch angesehen. Hat das sehr stark kommuniziert und Oberösterreich war auch ein Raum, der den deutschen Planern sehr entwicklungsfähig erschien. Es flossen da eben Investitionen her und in weiterer Folge große Investitionen. Also in Linz haben sie diese Göring-Werke, einen Megabetrieb, genauso wie die Stickstoffwerke. Die sind für die Dimensionen des Deutschen Reichs. Das ist aber mehr als zehnmal so groß wie Österreich. Das hat mit den besetzten und unterjochten Gebieten weit über 100 Millionen Einwohner. Und jetzt hast du Betriebe, die komplett überdimensioniert sind. Ab dem 5. Mai 1945 hatten nicht mehr die Nationalsozialisten, sondern die Amerikaner das Sagen. Ende Juli des Jahres übergaben diese das Stadtgebiet nördlich der Donau den Russen. Die Amerikaner haben sich angesichts dessen entschieden, Österreich braucht ein Pumping Heart of Economy und das ist in Linz. Massive Geldmittel, amerikanische Marshallplanhilfe wird hinein investiert und damit eigentlich der Boden für einen Wiederaufstieg der Industrie in Österreich und insbesondere in Oberösterreich geschaffen. Weil im Wesentlichen geht es ab 1955 stark aufwärts. Das Wirtschaftswunder beginnt. Wiederaufbau in ganz Österreich gibt es. Wien vor allem, aber auch Niederösterreich, Vorarlberg, viele Gastarbeiter. In Oberösterreich nicht.
weil in dieser verstaatlichten Industrie der Großteil der Jobs für Inländer reserviert war. Diese Krise, die es ab 73, 74 gab, hat man in Österreich dadurch bewältigt, indem massiv vom Staat investiert wurde. Abbau ausländischer Arbeitskräfte, massives Investment in diese Betriebe und der verzweifelte Versuch, trotz Weltmarkteinbrüchen Geschäfte zu machen. Also 1978 sind noch 55% der Industrie in verstaatlichten Händen. Und in den 90er Jahren sind es dann nur mehr 24%. Es ist im Wesentlichen eine Erfolgsstory, weil es tatsächlich geglückt ist, diesen Umbau von diesem verstaatlichten Zentrum zu einer ganzen Reihe an Betrieben, zu einem innovativen Industriestandort zu schaffen. Und in Linz ist es geglückt und auch anderswo eine große Diversifizierung einzuleiten. Wir befinden uns hier in der Tabakfabrik Linz, einer ehemaligen, wie der Name schon sagt, tabakerzeugenden Fabrik. Die war nochmal früher eine erste Textilfabrik, die erste Textilfabrik in Österreich, dann Tabakfabrik und jetzt ist sie eine Fabrik, die Kreativität erzeugt und Prozesse ermöglicht. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich erinnern, dass zwei Typen vorbeigekommen sind in T-Shirt. Das war der Michael Eisler und der Bernhard Lehner. Und die haben gesagt, sie wollen einen Inkubator. Also ich weiß nicht mehr, was wir genau geredet haben. Jedenfalls interessieren sie für die Tabakfabrik. Und das Treffen war so lustig und so interessant, dass sozusagen das der Grundstein war. Der Weg von 0 auf 100 war im Setting von Startup 300 tatsächlich, da gab es keinen Weg. Das war Tag 1, 100, weil wir halt sofort versucht haben, mit aller Energie in dieses Thema reinzugehen und einfach tatsächlich mit der Kraft auch der über 80 damals Mitgesellschafter richtig den Ball ins Rollen zu bringen. Die Startup 300 ist von der Gründung weg immer durch einen stetigen Veränderungsprozess gegangen. Wir haben als Business Angel Netzwerk fast ein bisschen als Club gegründet, haben uns dann entschieden, ein operatives Ökosystem aufzubauen mit der Pioneers-Übernahme, mit der Condor-Übernahme, mit der Übernahme von Minted, einfach entlang der Wertschöpfungskette für Startups ein Angebot zu schaffen, nicht nur für Startups, sondern auch für Investoren und Corporates. Das war vielleicht ein zu großer Bauchladen. Im Zuge dessen ist uns wahrscheinlich ein bisschen der Fokus abhanden gekommen, das, was wir eigentlich immer tun wollten, nämlich in Startups investieren, denen zu helfen und diese zum Erfolg zu begleiten. Wir haben kürzlich jetzt entschieden, dass wir dieses operative Business nicht mehr weiterführen und haben dem folgend sehr konsequent Conda jetzt verkauft und auch unsere Beteiligung an Pioneers Innovation verkauft. Und werden uns in weiterer Folge jetzt wieder darauf konzentrieren, dass wir investieren. Werden uns aber jetzt etwas ruhiger verhalten und schauen, dass wir ein bisschen verwalten. Wir haben, glaube ich, ein tolles Portfolio, das sich prächtig entwickelt. Ich glaube, wir haben viel dazu beigetragen, auch für FreeVC, ehemals Capital 300, dass hier ein großartiger Fonds entsteht, der, glaube ich, ein sehr tolles Portfolio hat. Und ich glaube, dass wir auch in der Tabakfabrik mit der Factory 300 eine sehr wesentliche Rolle spielen und das auch weiterhin tun werden. Bernhard Lehner und den Michael Eisler, glaube ich, dem kann man nicht, gar nicht genug Rosen streuen, weil sie das Thema Startup nicht nur bei uns verankert haben, sondern wirklich im Herzen von Linz groß gemacht haben. Also das war wirklich echte Energie und die, finde ich, haben das zum großen Teil zu verantworten und dann kommt eins zum anderen, die Stadt hilft mit, der hilft mit, die werden angezogen, die Startups kommen dazu. Wir haben halt einfach ein paar Thesen gehabt und da waren wir sehr davon überzeugt, dass man da was ändern musste, waren auch entsprechend laut, das ist uns dann manchmal auch übel genommen worden. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das durchaus auch positive Seiten hatte, weil wir damit Aufmerksamkeit auch bekommen haben und das war halt damals auch unser Stil irgendwie. Mit dem Nachteil, dass wir uns natürlich manchmal auch, muss man schon ganz ehrlich sagen, vielleicht mit ein oder zwei überlegenden Schleifen wären vielleicht Entscheidungen anders getroffen worden. Aber das ist im Nachhinein so schwierig zu beurteilen, ehrlicherweise. Also was ist gescheiter, Speed oder Strategie und Überlegung? Schwierig manchmal. Wir konzentrieren uns aufs Portfolio und das ist genau das, was wir tun. Wir haben jetzt fast 30 Investments. Dort gibt es ja immer was zu tun. Die entwickeln sich Gott sei Dank zum Großteil sehr, sehr positiv. Und da versucht man halt so weit wie möglich mitzuhelfen. Wenn ich so über die Bundesländergrenzen hinausschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass in Linz da etwas Besonderes gelungen ist.
Habe auch das Gefühl, dass es in Wien noch nicht so einen pulsierenden Herd gibt, wie wir das in Linz haben. Und obwohl wir da nur 200.000 Einwohner haben oder 207.000, ist es gelungen, da wirklich eine Szene zu schaffen, eine Community zu schaffen für Startups, wo sie gefördert werden, wo sich auch, glaube ich, mit unserer Unterstützung von Startup 300 viele Business Angels eingefunden haben. Und ja, der rege Austausch auch in der Tabakfabrik dazu führt, dass, glaube ich, Gründer eine gute Chance haben, erfolgreich zu sein. Es hat sich eine Community entwickelt. Wenn man sich anschaut, die Startups von vor ein paar Jahren, die jetzt überall mit investieren bei den Startup 300, sieht man es, das sind ja über 100 quasi Business Angels, die sich gegenseitig auch helfen, wo jeder jeden kennt, und zwar auch nicht im Sinne eines Konkurrenten. Das ist ein Punkt. Das zweite ist natürlich schon auch, dass die starke Industrie und die starke Wirtschaftslandschaft schon auch intensiv sich mit Startup angefangen auseinanderzusetzen. Man hat super Möglichkeiten für einen Austausch. Es gibt irgendwo Startups-Treffen, jetzt in Linz, Wien, überall kann ich mit Gleichgesinnten austauschen. 2017 haben wir gegründet, die Idee haben wir vorher schon ein bisschen entwickelt. Wir helfen grundsätzlich den Unternehmen, jetzt dem Einzelhandel, mit den Endkunden zu verknüpfen. Ja, ich habe zuerst gesagt, digitale Kundenbindung, früher war es vielleicht die Plastikkarten. Jetzt glauben wir, dass sie das meiste am Smartphone abspielt. Auch in der älteren Generation. Das heißt, wenn ich als Unternehmer nahe bei meinem Kunden dran sein will, wenn er die Filiale verlässt, muss er auf das Smartphone. Vielleicht machen meine Stammkunden gute Bewertungen, empfehlen mich weiter an Freunde. Bei der Müll-App bekomme ich für jede Einladung, wo jedes Mal, wo ich Freundin einlade, bekomme ich wieder Punkte. Und wir schaffen vor allem einen direkten Kommunikationskanal. Wie machen wir das? Unsere Lösung besteht aus einem CM-System, was wirklich darauf ausgelegt ist, um mehr aus den Kunden rauszuholen, um die Kundenbeziehung zu verbessern. Und einer White Label App, der setzt vielleicht die Kundenkarte, haben wir jetzt digital immer dabei, ist auch nachhaltiger, da ist auch die digitale Rechnung drinnen, die Beepstoppern zu, da kommt wieder Push-Nachricht und das bringt den Konsumenten zurück und schafft eine Win-Win-Situation zwischen Konsumenten und Unternehmen. Der erste Kunde, der bezahlt, ist ganz wichtig. Schön, wenn man coole Ideen hat. Ich habe jeden Tag hunderte. Viele muss ich wieder verwerfen, aber wenn der am Markt ankommt, zu Beginn sicher Gründer zu finden, die eine ähnliche Passion haben, die auch harmoniert drinnen. Eigenes Büro. Wir waren untergemietet in einem anderen Startup, Scale-Up bei Tractive. Kleines Büro, telefoniert auf der Mülltonne mit einem Großkunden und gesagt, wie groß wir nicht sind und de facto mit einem gebrauchten MacBook auf der Mülltonne gestanden. Wir waren Untermieter von Runtastic und die Runtastic-Gründer waren bei Tractive von Anfang an dabei und mit Ideengeber und mit Gründer eigentlich von uns. Und das hat sich eigentlich weitergezogen, weil bei uns war dann Helloigen Untermieter, bei Helloigen ist jetzt Leaders 21 Untermieter und so befruchtet sich das System sehr gut selbst und das hilft natürlich auch weiter zu wachsen. Ich bin in Eigenschlegl aufgewachsen, also im oberen Mühlviertel in Oberösterreich und war dann ein klassischer Schulabbrecher nach der 9. Schulstufe, weil ich einfach nicht mehr lernen wollte, sondern Geld verdienen wollte. Habe eine Lehre gemacht als Vermessungstechniker auf der Landesregierung in Oberösterreich und bin dann anschließend durch Abendschule, habe ich die Matura nachgemacht und habe dann zu studieren begonnen in Hagenberg, Medientechnik und Mediendesign. Und dann anschließend meine berufliche Karriere war dann bei Microsoft in den USA, wo ich bei Microsoft Surface tätig war und dann bei Amazon, wo ich technischer Projektleiter war für Kindle Fire, das Tablet, das man von Amazon kennt. Unsere Kunden sind in der Regel Hunde- und Katzenbesitzer allen Alters, die ein Smartphone haben. Weil jeder hat schon mal gehört, der Hund läuft weg oder ist von jemandem weggelaufen. Und selbst wenn man nur 30 Minuten einen Hund oder eine Katze sucht, weiß man, wie lang sich das anfühlt. Und genau dieses Problem wollten wir mit Tractive initial lösen. Und die Idee ist 2012 im Silicon Valley entstanden, wo ich damals für Amazon gearbeitet habe. Und eigentlich wirklich die Idee war, mein eigenes Business zu einem bestimmten Zeitpunkt mal zu machen. Ich habe dort den Florian Schwantner getroffen, wir kennen uns schon länger. Und so haben wir bei ein paar Bier auch Ideen gebrainstormt und es hat eine Geschichte gegeben, wo wir einen Hund gesucht haben, ein paar Tage zuvor in den USA. Und so hat eines zum anderen geführt und aus der Idee wurde tatsächlich dann ernst. Ein paar Wochen später habe ich meinen Job dort an den Nagel gehängt und gedacht, man ist nur einmal jung und ich probiere das einfach oder wir probieren das einfach. Und so haben wir uns auf den Weg begeben, die letzten 10 Jahre das wirklich umzusetzen und mittlerweile haben wir das Produkt in der 5. Generation. Wenn man dann einmal ins eigene Büro kommt, das ist schon ein großer Milestone,
wenn man gewisse Ziele erreicht, wie Anzahl der Kunden oder so. Das. Und für uns sehr wichtiger Milestone war auch der Eintritt in den deutschen Markt erfolgreich. Weil zu Beginn baut man mal ein Produkt. Ja, das kauft der erste in Oberösterreich, dann in Wien, dann in Tirol, wo man nicht so bekannt ist. Auf einmal ganz in einem neuen Markt, auf der Ostsee oder sonst wo. Ja, und jetzt hoffen wir dann auf den nächsten großen Milestone, wo wir gerade hinarbeiten. Die erste Idee oder der erste Gedanke war bei mir eigentlich 2019 schon da. Da war ziemlich klar, dass sich die Welt durch den Datenschutz und durch viele andere Dinge stark verändern wird. Ich habe 2019 dann begonnen zu überlegen, welches Team kann da am besten zusammenpassen und habe damals mit dem Andreas Stöckel, der ist FH-Professor, schon gesprochen und begonnen haben wir im Jänner 2020 und wir haben uns in den letzten zwei Jahren eigentlich zum führenden Marketing-Data-Science-Unternehmen in Österreich entwickelt. Unser Schwerpunkt liegt, dass wir die Performance von Unternehmen aufgrund unserer analytischen Kenntnisse verbessern. Das heißt, mit unserer eigenen Customer Intelligence-Plattform, mit dem Marketing und dem Data-Science Wissen, können wir Daten unserer Kunden wirklich in Erfolg ummünzen. Das Thema Analyse und Auswertung von First-Party-Daten ist unser Schwerpunkt. Wir wollen uns genau darauf fokussieren und schneiden alles andere weg und haben alle Projekte zu Beginn manuell und händisch gemacht. Wir durften bereits im Sommer 2020 mit der Tiroler Tageszeitung im Data Science Bereich arbeiten und alles, was wir jetzt in Software gegossen haben, haben wir manuell gemacht. Lead Scoring, explorative Datenanalyse, KI-Analysen und haben dann gesagt, nach einem Jahr, jetzt wissen wir es wirklich, wie es gut funktioniert und hatten das Riesenglück, dass wir den AWS KI Call gewonnen haben. Hat uns sehr stark gefordert und gefördert und dann haben wir begonnen mit der Produktentwicklung im letzten Jahr. Und wir haben jetzt bereits zwei Unternehmen, die mit unserer KI-Software arbeiten und sechs Unternehmen, die mit den anderen Modulen arbeiten. Diese Anzahlen wollen wir bis Ende des Jahres auf über 30 bringen. Das heißt, dass wir 30 SaaS-Kunden auf unserer Plattform oder auf Produkten der Plattform drauf haben. Wir haben das Riesenglück, durch das, dass wir sehr forschungsintensiv sind, dass wir auch wirklich gute Leute anziehen können. Und wir wollen eigentlich die Produktentwicklung weiter beschleunigen und den Markteintritt. Wir beginnen mit den ersten Fühlern nach Deutschland raus und wir haben auch begonnen, verstärkt mit Partnern zu arbeiten. Also wir arbeiten bereits mit 5 Werbeagenturen zusammen, die wir im Hintergrund unterstützen, weil wir dort auch teilweise eigentlich Business Product Outsourcing machen. Also wir übernehmen Data Science oder Performance Marketing datenbasierte Prozesse für die Leute und helfen ihnen in den Abteilungen vom Unternehmen direkt. Wir leben in einer Zeit, unabhängig der ganzen kritischen Dinge rund um uns, in der es noch nie so einfach war, seine Ideen umzusetzen. Innovation, Technologie und Kooperation, ich glaube, das sind drei Faktoren, die die Startup-Landschaft in Oberösterreich immer schon ausgezeichnet haben. Sehr, sehr starke Innovationsorientierung mit internationaler Perspektive aufgrund der hohen Exportquote auch der oberösterreichischen Wirtschaft. Gleichzeitig sehr, sehr stark im Technologiebereich. Nirgendwo sonst gibt es so viele IT- und Software-Startups wie in Oberösterreich. Und natürlich das Thema Kooperation, Ökosystem, diese Schnittstelle zwischen den etablierten, insbesondere Industrieunternehmen und auch den jungen, aufstrebenden Startups ist etwas, was Oberösterreich besonders macht. Wenn ich jetzt den Retter Franz von Hello Again hernehme, der über seine Loyalität dann bei Müller sozusagen in Österreich oder in Müller Deutschland einsteigen konnte, das ist natürlich schon ein riesen Achtungserfolg auch. Oder andere, die halt Software dann bei einem anderen großen Unternehmen untergebracht haben. Ich glaube, Blockbit ist gerade super am Wachsen. Mit den Story-Clash-Gründern sind wir eben im Austausch. Die, was wahrscheinlich jetzt so ein bisschen am nächsten dran tastig sind, sind die drei Jungs, die was wirklich gerade eine coole Story schreiben. Es gibt Hello Again, es gibt Leaders 21, aber noch viele, viele andere, die tatsächlich mittlerweile sehr erfolgreich sind und wo einiges passiert. Also wir sind sehr froh, da in Oberösterreich diese Landschaft zu haben und wo man sich auch gut austauschen kann. Es hat mich immer total inspiriert, mit so jungen Unternehmen zu sprechen oder so richtigen Startups zu sprechen, die richtig durchstarten, weil die massive Motivation haben, einen absoluten Erfindergeist haben, eine Konsequenz, das Geschäftsmodell durchzudrücken und einfach richtig Gas zu geben. Und es ist jedem Startup bewusst, dass der Erfolg nicht von selbst kommt und sich nicht von selbst einstellt, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen ist und dass man einfach richtig, auf gut Oberösterreichisch, richtig hackeln muss, dass was wird. Was wir sehen ist, dass gerade die großen Unternehmen einerseits, aber auch die vielen erfolgreichen Familienunternehmen es zulassen, entweder im Unternehmen eigene Startups zu gründen, als Tochtergesellschaften oder als Freigeister im Unternehmen, also die das zulassen, sind erfolgreich. Mein Name ist Stefan Leb, bin einerseits Eigentümer und Geschäftsführer des Autohauses Leb
und seit 2 Jahren auch Gründer und Geschäftsführer der Firma OK. Das, dass ich selbst jetzt wieder unter die Gründer gegangen bin, ist dadurch passiert, dass sozusagen das eigene Unternehmen sehr, sehr gut sich entwickelt hat. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen. Wir haben über 75 Mitarbeiter und wir natürlich immer dabei sind, uns neue Geschäftsmodelle uns anzuschauen. Wo können wir mit unserem Know-how, mit dem unternehmerischen Know-how einen Beitrag leisten? Und so beteiligen wir uns auch immer wieder an anderen Unternehmen, so auch aktuell am OK Auto Abo, das mittlerweile einer der Marktführer ist in Österreich im Bereich Auto-Abo, wo der gesamte E-Commerce-Bereich, gesamte Online-Vermarktung und ein großer Teil der Digitalstrategie von uns eingebracht wird. Der Trend beim Fahrzeug bewegt sich Richtung Nutzung anstatt zu besitzen und wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu abonnieren, inklusive aller damit verbundenen Kosten in einer monatlichen Pauschale. Die Idee entstand eigentlich im Jahr 2019. Da habe ich mich das erste Mal mit Bernhard zusammengesetzt. Wir haben dann eine Marktanalyse betrieben, geschaut, wie sich ein solches Produkt in Österreich etablieren lässt und haben uns dann schlussendlich Mitte 2020 dazu entschieden zu starten, hatten dann ca. 6 Monate Vorlaufzeit und gingen am 1. Februar 2021 online. Ich bringe immer wieder das beliebte Beispiel Netflix. Ja. Hier ist es auch so, ich habe eine monatliche Pauschale und ich bezahle für die Nutzung und nicht für das Besitzen. Ich kaufe mir jetzt nicht die DVD und stelle mir die ins Regal, sondern ich leihe mir den Film aus oder ich zahle eine Flatrate und kann ein gewisses Portfolio an Filmen permanent streamen. Und nichts anderes ist es eigentlich bei uns. Wir wollen unseren Kunden in erster Linie Flexibilität bieten, aber auch Sicherheit. Ja. Der Kunde hat beim Fahrzeug einfach immer ein Risiko der Verwertung, ein Risiko der Servicierung und von unvorhersehbaren Kosten. Dies gibt es beim Auto aber nicht. Es gibt eine Flatrate, die ist zu bezahlen und am Ende der Laufzeit stellt man das Fahrzeug zurück. Aktuell verbuchen wir über 1000 abgeschlossene Abos, 1000 zufriedene Kunden und bereits Ende letzten Jahres konnten wir uns den Marktführer in Österreich auf die Brust schreiben. Aber natürlich ist es trotzdem ein komplett neues Geschäftsmodell, wo man sich auf sich selbst verlassen muss und die eigenen Marktrecherchen selbst machen muss, weil es natürlich vor uns nicht viele andere gegeben hat, die genau das schon gemacht haben. Und das ist ja auch genau das, was ein Startup auszeichnet, dass ein Startup in der Regel nicht in einem Verdrängungswettbewerb ist, sich nicht in ein Business entwickelt, wo es schon 30 andere gibt, sondern eben ein disruptives New Business macht und sich dort massiv weiterentwickelt. Aber es bedeutet halt, dass man auf grüner Wiese und somit auch ohne viel Vorinformation einfach starten muss. Und was man in Oberösterreich auch sieht, ist, dass einfach sehr, sehr früh schon dieser Schulterschluss gesucht wurde zwischen Unternehmen, zwischen der Wirtschaft, Startups, auch Bildungseinrichtungen und dass das auch politisch sehr stark unterstützt wurde. Ja, Oberösterreich vereint viele Stärken. Wir haben wunderbare Unternehmen und wir haben irgendwie Innovation im Blut. Das geht seit vielen Jahrzehnten so und gerade jetzt in so herausfordernden Zeiten, wo wir in Transformationserfordernissen drinnen sind wie noch nie, ist das, glaube ich, eine Stärke unseres Wirtschaftsstandortes, dass eben viele kleine, mittlere und große Unternehmen eben diese Breite und Tiefe ausmachen, warum Oberösterreich so wirtschaftlich erfolgreich ist. Da gehört die Start-up-Szene natürlich dazu, die ist immer das Salz in der Suppe eines erfolgreichen Wirtschaftsstandortes. Es ist extrem gut, dass das Thema Start-up auch in der Politik und in der Gesellschaft so angekommen ist, dass man Start-ups auch als Wirtschaftsmotor auch ansieht und nicht nur als irgendwelche jungen, kleinen Unternehmer, die sich ein bisschen mit was spülen, sondern die das wirklich ernst meinen und da richtig ernstzunehmende Geschäftsmodelle heraus entstehen. Wie wir gegründet haben, haben wir nicht einmal gewusst, ob wir ein Start-up sind. Wir waren ein Unternehmen, ein Jungunternehmen, wie man damals gesagt hat. Welcome to Pioneers Festival. Runtastic. Welcome on stage, Florian Gschwantner, Runtastic. Hello everybody. Florian Gschwantner ist ein sehr interessanter und erfolgreicher Unternehmer, von dem wir sicher sehr viel lernen haben dürfen in den letzten Jahren oder speziell in den Anfangsjahren. Florian Gschwantner ist ein Beispiel dafür, dass aus einer coolen Idee ein Weltunternehmen werden kann. Es gibt sicher sehr, sehr viele junge Gründer, die wegen ihm gegründet haben in Oberösterreich. Ohne Aufmerksamkeit kein Interesse und er hat die Aufmerksamkeit mit seinen Co-Foundern gebracht. Florian Gschwantner war aus meiner Sicht
sehr wichtig, über Oberösterreich hinaus. Ein Vorbild, der es geschafft hat, ein Unternehmen von 4 Personen auf über 200 wachsen zu lassen und dabei in der Rolle auch gewachsen ist, vom Gründer bis hin zum Manager. Wir haben, glaube ich, über 20 andere Startup-Unternehmen, die aus Rantastic heraus entstanden sind. Und wenn man da jetzt denkt, was da Arbeitsplätze entstanden sind, viele Hunderte, vielleicht sogar 1000 Arbeitsplätze, die da überall dranhängen, das ist natürlich schon brutal. Und das, glaube ich, haben wir vorgelebt. Wir haben gezeigt, aus Österreich, aus Oberösterreich, aus Linz heraus, kann man einen Weltmarkt bedienen. Wenn man das jetzt natürlich auf die 20, die aus Rantastic rauskommen sind, plus alle anderen, die durch uns motiviert sind worden, durch meine Stories, durch whatever, dann haben wir vielleicht hunderte Unternehmen, die wegen uns entstanden sind. Von den Hunderten wird es vielleicht wieder 1, 2, 3, 5 super erfolgreiche geben und dann entsteht wieder viel. Und so ist auch ein Silicon Valley entstanden. Since the last time I've been here, the last year where I did push-ups here on stage, we had 35 million downloads all over the world. Ich persönlich bin sicherlich der, der einmal ein bisschen mehr redet oder auch gern auf die Bühne geht und irgendwo ein lauteres Organ hat. Das war immer schon so, das werde ich auch nicht ändern, bin relativ weit gekommen damit. Ich war nie der, wie der Christian und der René, die waren, ich würde die als höchst intelligent einschätzen, das würde ich mich nicht. Ich würde mich als ehrgeizig und intelligent einschätzen. Aber diese Kombination ist ganz viel wert mit dem gesunden Hausverstand und der Bauernschlauheit, die ich wahrscheinlich am Bauernhof mitbekommen habe, kannst du ein Weltunternehmen bauen. Und wenn ich das kann, werden sich andere gedacht haben, dann kann ich das auch. Du musst immer wieder deine kleinen Erfolge haben. Jetzt einmal groß irgendwie Millionen zu bekommen, ja, das ist toll, das fühlt sich auch super an und geil an. Also don't get me wrong, das ist schon mega gewesen, wie wir dann beieinander gesessen haben, der Hansi war mit uns und wir sagen, we did it. Also wirklich, wow. Aber ich bin am gleichen Tag, nächsten Tag nach Amerika geflogen. Das weiß ich noch, die Stewardess haben mir Zeitungen in die Hand gegeben, hat gesagt, sie sind da droben, by the way. Gell? Und überall war halt Rantastic Exit droben, also ich glaube 4 Zeitungen und alles und boah, und super und gratuliert und eh nett, aber eigentlich ist die Arbeit am nächsten Tag weitergegangen. Also wir haben das wirklich gut hinbekommen. Das ist, glaube ich, ein schöner Blueprint für Europa, wie so ein großer Exit von einem Konzern, der nicht morgen das Startup umbringt, die Kultur kaputt macht und, und. Also mich fragen auch viele Leute, was würdest du anders machen oder würdest du was anders machen? Würde ich tatsächlich nicht. Das war wirklich eine nahezu perfekte Reise. Generell hat natürlich Rantastic und dann eben auch der Exit an Adidas natürlich schon dafür gesorgt, dass das Startup-Ökosystem in Oberösterreich gewissermaßen auf das nächste Level gehoben wurde und hat natürlich Oberösterreich auch auf viele Landkarten internationaler Investorengruppen erst gebracht. Rantastic war sicher ein Vorzeigebeispiel, wie man ein Startup groß machen kann und in Oberösterreich sehr einzigartig. Da gibt es nicht sehr viel, das auch so viel Presse gehabt hat und die waren sicher die Ersten, die eine große Bewegung ausgelöst haben da in Oberösterreich. Also Rantastic war aus meiner Sicht für die oberösterreichische Startup-Szene extrem wichtig, weil sie gezeigt haben, was möglich ist, weil sie ganz stark sich auch mit beteiligt haben an unterschiedlichsten Netzwerken und Aktivitäten, um die Startup-Szene auch zu fördern. Wir haben einfach sehr viele Hürden in diesem Land, was Unternehmertum betrifft. Das geht los beim Gründen, das ist die Attitude, die Einstellung, wo man sagt, der Unternehmer, ja, der verdient immer viel Geld und irgendwas, was meiner Meinung nach totaler Blödsinn ist, weil er hohe Risiken eingeht. Es ist immer noch auch vom Investieren aus meiner Seite als Business Angel und Investor schwierig, Risikokapital steuerlich nicht absetzbar, all diese Dinge. Es sind so viele Hürden da, dass ich immer noch nicht optimistisch genug bin, dass wir dorthin kommen, wo wir hin sollen, nämlich wirklich eine gute Gründerkultur etablieren und sagen, geil, es ist toll, wenn jemand Unternehmer, Unternehmerin wird, dass schon junge Burschen und Mädels mit 12 vielleicht sagen, ich möchte mal meine eigene Firma, ich möchte das von da oben in die Realität umsetzen. Ich glaube, in Oberösterreich gibt es sehr, sehr viel Unterstützung, vor allem für die ganz frühe Phase von Startups oder von Unternehmen, durch Tech2B, durch Akkustart, durch andere Initiativen, durch die Wirtschaftskammer, die wirklich Jungunternehmer und Startups fördern. Es gibt die Startrampe in Linz, es gibt ganz viele Ansprechpartner, vor allem in der initialen Phase der Gründung, und das ist ganz enorm wichtig für junge Startup-Gründer, die eine Idee haben und sich austauschen wollen. Schwieriger ist es dann, wenn das Unternehmen wächst und man wirklich Profis braucht, die einfach in bestimmten Bereichen schon sehr viel gemacht haben, und das ist natürlich dann schwierig, jemanden aus New York zu überzeugen, nach Linz zu ziehen. Jemanden dazu überzeugen, dass Linz das Epizentrum der Welt ist, ist schwierig.
versus diese Person kann vielleicht nach Barcelona, Mailand und you name it auch gehen. Ne? Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man gute Dienstleistungen anbietet, wir haben Firmenwohnungen gehabt, wenn du kommen bist, super Onboarding, dir helfen bei der Bank. Ne? Du musst einmal dann zur Bank gehen und sagen, wer bei der Bank kann Englisch sprechen? Wir haben in Zukunft Englisch sprechende Mitarbeiter und innen. Da brauchen wir einen Bankaccount und, und. Wo gibt es einen Arzt, der Englisch kann? Kleine Welcome-Mappe, so schaut's aus, das bieten wir dir. All diese Benefits, das hat es halt vorher auch in Linz nirgends gegeben. Das haben wir gebaut. Was tust du in Linz? Wo kannst du hingehen? Wo gibt es ein englisches Menü? Und, und. Wir waren ja auch so für andere Unternehmen, Gastronomen und so, ist sehr wichtig, weil die Leute, wir haben da unsere Teambuildings irgendwo gehabt. Also wir haben ja auch wieder Geld investiert in der Gegend. Und so hat sich auch wieder ein kleines Ökosystem aufgebaut. Es war schwierig, um die Frage zu beantworten, aber auch nicht unmöglich. Und der Prozess war damals genauso mühsam, glaube ich, wie er leider heute immer noch ist. Wenn man sich international ansieht, wie viele Startup-Gründungen es generell gibt, ist von den Top 15, ich habe es vor kurzem auch sozusagen gepostet, ist Österreich das einzige Land, das weniger Startups hat als alle anderen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt an Rahmenbedingungen und das liegt auch sozusagen an Finanzierungen. Es liegt an allem. Es liegt aber auch daran, dass ich sage, ja, Rot-Weiß-Rot-Karte, ich brauche zwei Monate, bis ich den reinkriege, da gehe ich lieber nach Deutschland, habe ich es in 48 Stunden oder auch in der Schweiz. Die Diskussionen, die im Moment laufen zum Thema Austria Limited oder Vereinfachung der Gründung, die sind sinnlos. Ich glaube, die wesentlichen Themen sind verfehlt worden. Es braucht sicherlich wirklich eine Lösung für das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Das, was jetzt veröffentlicht wurde, ist nutzlos und nicht hilfreich. Damit fördert man nicht und motiviert auch nicht, in Österreich zu gründen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, dass wir sehr viel privates Kapital in Österreich haben, das nicht freigesetzt wird, weil es nicht attraktiv ist. Es bräuchte Steuervorteile für Investments. Es gibt Milliarden, die geparkt und gebunkert sind in Stiftungen. Wenn man nur 1% davon freisetzen könnte, wie der Michael Altricht immer sagt, dann würde man riesig viel bewegen können. Und ich glaube, dass einerseits das Thema Mitarbeiterbeteiligung und das andere Thema privates Kapital freisetzen und das zu incentivieren, wenn es freigesetzt wird, das wären wesentliche Bausteine, um das zu verbessern in Österreich. Es ist vieles besser geworden. Man muss jetzt aufpassen, dass man nicht nur negativ ist, wo wir waren 2009 und wo wir heute sind, 2022. Viel mehr Risikokapital da, viel mehr Anlaufstellen, wo man hingehen kann. Es ist Startup, Unternehmertum, Entrepreneurship sind Begriffe überall. Man kann sich natürlich über das Internet auch viel mehr weiterbilden in die Welt hinaus. Also es ist besser geworden, aber ich glaube, jetzt könnte man sagen, der Weg ist das Ziel, aber happy bin ich nicht mit der Entwicklung. Wir sind zwar nicht uninteressant für Studierende, für Fachkräfte aus dem Ausland, aber da haben wir auf der einen Seite extremes Potenzial nach oben. Wir haben natürlich auch, was die Diversität, was die Geschlechterrollen betrifft, auch da haben wir Potenzial nach oben. Das betrifft aber nicht nur die Gründerszene, sondern die Wirtschaft allgemein. Und das Dritte ist natürlich auch ein bisschen dieses Thema Mut. Oberösterreich hat de facto Vollbeschäftigung und für die Rahmenbedingungen, die man hier im Standort vorbefindet, hat die Gründerquote oder Gründerinnenquote durchaus Potenzial nach oben. Also da gibt es ganz viele kleine Hebel, die man machen kann, von Stadt, Land und Bund. Und man müsste sich einfach mehr trauen, weil eins ist klar, Innovation ist immer der Treiber der Wirtschaft. Und wenn ich es nicht aus bestehenden guten Firmen will, dann muss ich dort was machen. Die drei wesentlichen Hebel, an denen zum Teil auch schon gearbeitet wird oder wo es auch zum Teil schon Ideen gibt, wie man das umsetzen kann, ist vor allem Mitarbeiterinnenbeteiligung einfacher zu machen und zu ermöglichen, insbesondere auch unter der Prämisse Unternehmertum zu stärken. Das zweite ist das Thema private Investments ankurbeln, ja, und attraktiver machen, die Assetklasse Risikokapital und Startup, damit wir auch dann vielleicht in der Series A-Runde und darüber hinaus nicht nur von ausländischen Investorinnen und Investoren abhängig sind. Und das dritte Thema ist insbesondere in einem Bundesland, wo es nahezu Vollbeschäftigung gibt, natürlich das Thema Fachkräfte und wie man einfach und unbürokratisch, Stichwort Rot-Weiß-Rot-Karte, die geeigneten Talente findet und auch anstellen kann, die man braucht, damit dieses Unternehmen gedeiht und floriert. Und vielleicht noch auf Oberösterreich speziell bezogen, zwei Bereiche, wo es sicher noch Luft nach oben gibt, was aber auch erkannt wurde und wo es zum Beispiel auch von Tech2B schon klare Schwerpunkte darauf gibt, ist einerseits das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Transformation. Das haben andere Bundesländer oder Startups aus anderen Bundesländern leicht die Nase vorne noch. Und auf der anderen Seite das Thema Female Founders, dass es mehr Gründungen von Frauen gibt oder von Gründungsteams, wo Frauen ein Teil sind. Ich bin die Evelyn, Gründerin von Sunflower.
Und Simflow ist ein digitaler Assistent, der Softwareentwickler produktiver macht. Ich habe Technische Informatik an der JKU studiert. Und da hat es leider keine Pflicht-LVAs gegeben, die irgendwo Richtung Firmengründung gegangen wären. Mein Co-Founder, der Markus Zimmermann, den habe ich schon im Studium kennengelernt. Wir haben dann erst, glaube ich, 8 Jahre nach Studienbeginn gegründet, nein, 10 Jahre nach Studienbeginn gegründet. Das ist, wir haben uns schon eine Zeit lang kennt. Und gestartet hat eigentlich alles mit einem Freizeitprojekt, wo wir am Wochenende oder nach der regulären Arbeit an der Produktidee gearbeitet haben. Und das ist sukzessive immer mehr geworden, deswegen wir gesagt haben, 2 Vollzeitjobs gleichzeitig machen, das geht nicht. Wir kündigen die reguläre Arbeit und machen zum Beispiel auch Vollzeit. Es ist immer ein Risiko zu gründen, ja, und dieses Risiko erscheint natürlich umso größer, wenn man anhand der Daten und Zahlen eindeutig sieht, dass immer noch männliche, rein männlich besetzte Gründungsteams deutlich mehr Investments bekommen. Und das ist insbesondere im Technologie- und Softwarebereich der Fall. Ja, und gerade dort sind auch Frauen leider immer noch in Studien unterrepräsentiert. Beispielsweise auf den FHs, die wirklich einen Technikfokus haben. Und damit erklärt sich auch dieser leichte Abfall im Bundesländervergleich, was jetzt Female Founders angeht. Der zweite Punkt ist natürlich auch die Rahmenbedingungen, was Kinderbetreuung betrifft. Nicht nur was Kinderbetreuung betrifft, sondern auch was Teilzeitmodelle betrifft. Da muss mehr getan werden. Hier braucht es insbesondere noch mehr Vorbilder, auch Frauen, die wir vor den Vorhang holen. Hier gibt es unterschiedliche Projekte, wie die Sparkasse Oberösterreich hat hier auch neulich einen eigenen Call gestartet. Da gibt es eine steigende Sensibilität und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Geschichte von weiblichen Gründerinnen Erfolg haben wird. Prinzipiell liegt es einmal daran, dass wir in die MINT-Fächer einfach zu wenige Frauen und Mädels reinbringen. Das geht ganz bald los in der Bildung. Und die Schuldigkeit dort sehe ich sowohl bei den Eltern als auch bei den Lehrern und Lehrkräften, die dann irgendwie sagen, ein Mädel kann nicht in die HTL gehen, was ein totaler Blödsinn heutzutage ist. Offiziell gibt es 10% Frauen im Informatikstudium, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie die versteckt haben. Also gefühlt waren wir auf weiß ich nicht, 3-5%. Ich vermute, dass relativ oft so ist, dass manchen Mädels nur die typischen Frauenberufe gezeigt werden, die Burschen nur die typischen Burschenberufe und dann gehen sie halt in die Richtung. Und wenn man das schon in der frühen Erziehung offen lässt und einfach immer alles herzeigt und sich dann anschaut, für was interessiert sich das Kind, für was ist das meiste Talent da, dann klar wird das ja mehr Frauen für die IT begeistern können. Ja, das kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Im Elternhaus schon, dann im Kindergarten, in der Volksschule. Wir versuchen sehr, in die Bildungsprogramme hineinzukommen. Aber ganz ehrlich gesagt, mir geht das auch zu langsam. Es soll eine völlige Normalität werden, dass es eben ganz egal ist, in welchem Bereich man arbeitet. Das ist keine Geschlechterfrage. Und da ein bisschen mehr Zutrauen und auch vielleicht in der gesellschaftlichen Sichtweise mehr Unterstützung, um das mehr einzufordern. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam haben. Diese starke Industrie, die wir haben, ist auch ein bisschen ein Nachteil für wirklich viele Start-up-Gründungen, weil natürlich die Industrie und Dynatrace sehr viele von den, vor allem Technikerinnen, natürlich sehr früh auch holt und abwirbt, ne? Und mit sehr attraktiven Angeboten. Und das sind natürlich wertvolle Ressourcen auch, die dann bei den Startups potenziell fehlen. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise diesen Konflikt aufzulösen und vielleicht funktioniert es, indem man noch sehr viel näher mit den Unternehmen zusammenarbeitet, also Startup-Szene und Unternehmen, dieses ja, Innovationsthema bei Corporates vielleicht dann noch mehr zusammenführt mit der Startup-Community, vielleicht löst das dieses Henne-Ei-Problem. Weil wenn man jetzt mal gerade nur logisch überlegt, wo die Jobs der Zukunft entstehen werden, wird meiner Meinung nach sehr viel im Kreativitätsbereich entstehen und auf der anderen sehr viel im technologischen Bereich. Und jeder, der gut Algorithmiken, Technologie versteht, wird in Zukunft meiner Meinung nach eine Jobgarantie haben, einen tollen Job bekommen. Und warum sollen Mädels, Frauen später nicht in diesem Job sein? Und ich bin 100% der Überzeugung, diverse Teams, jetzt rein schon einmal auf Geschlechterebene, kulturelle Ebene, performen besser als nur homogene Teams, wie wenn nur 3-4 Männer im Vorstand oder im Gründerteam sind. Ich finde die Mischung ideal und habe auch aus meinem persönlichen Leben habe ich mal nur mit Männern zusammengearbeitet. Da herrscht ganz anderer Ton, da geht es in eine bestimmte Richtung. Genauso umgekehrt habe ich mal wo arbeiten dürfen, wo ich mein, 2 andere der einzige Mann war und wirklich knapp 100 Frauen. Da ist auch ein bestimmtes Arbeitsklima und darum finde ich die Mischung, die Stärken aus beiden im Ideal.
müssen wir aber noch was tun und da sehen wir uns selbst auch in der Verantwortung. Ich glaube aber, dass es in eine sehr gute Richtung geht und dass die Generation, die ich bin und die jetzt nachkommen, immer weniger differenzieren und sagen, so stereotypmäßig, das sind Mädels und das machen die Buben, weil das ist eigentlich ein Blödsinn. Der Gründertrend wird immer mehr. Die Wirtschaft wird in vielen Bereichen immer kleinteiliger, sprich weg von rein nur ganz großen Unternehmen hin zu kleineren Unternehmen, die auch miteinander sehr, sehr gut zusammenarbeiten, kooperieren, bedarfsorientiert zusammenarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass auch die Gründerszene massiv laufend zunehmen wird und einfach das allgemeine Bewusstsein, dass das Thema Gründen und das Thema Startup auch eine Alternative ist zur klassischen Beschäftigung. Ich glaube, dass es genug Nischen noch gibt, in denen oberösterreichische Unternehmen erfolgreich sein können. Ich glaube aber auch, dass die Dinosaurier, also die alteingesessenen, renommierten Unternehmen und Corporates, alle bereits mit so innovativen Themen unterwegs sind und sich in die Richtung entwickeln, dass der gesamte Wirtschaftsstandort sehr wohl eine Zukunftsperspektive hat über die nächsten Jahre hinaus. Und ich glaube auch, dass wir den War of Talents noch gewinnen können und es gelingt, doch immer mehr internationale Leute auch nach Österreich zu holen. Das beweisen einige Unternehmen, nicht in Oberösterreich, sehr erfolgreich. Und deswegen bin ich schon ein Gläubiger in dieser Hinsicht, dass wir in Oberösterreich noch viel Freude haben werden. Hängt natürlich von sehr vielen makroökonomischen Faktoren ab, auch wie wir die jetzige Krise, wie lange die dauert, wann es wieder richtig großes, gutes Funding geben wird, weil es ist im Moment ein bisschen eingebremst. Aber ich glaube, dass die Oberösterreicher von ihrer Mentalität her und von den Vorbildern, die sie haben, wirklich gut dazu geeignet sind, grundsätzlich erfolgreiche Start-up-Unternehmer in großer Zahl herauszubringen. Und das werden wir dann vermutlich in 10 Jahren sehen. Jeder, der es probiert, ein Unternehmen, ein Startup aufzubauen, ist irgendwo schon einmal ein Hero, him oder herself, weil dort lernst du einmal enorm viel. Ganz viele werden hinfallen, weil wir haben eine Dropout-Quote von 90%+, so funktioniert eben die Startup-Welt. Auf der anderen Seite, die Dinge, die du dort lernst, unglaublich und werden dir in deinem späteren Leben immer weiterhelfen. Ich sage auch immer ganz wichtig, auch Leute, die keine Führung übernehmen, die einfach nur sagen, ich bin ein guter Designer und ich werde der weltbeste Designer. Ich bin ein guter Softwareentwickler. Das ist so wichtig, diese guten Fachkräfte zu haben. Und ich bin überzeugt, in Zukunft werden wir auch wieder den ganz guten Tischler, den guten Fliesenleger, den guten Maurer, den guten Schlosser, die Berufe werden einen enormen Wert gewinnen. Und das, glaube ich, sind meine Leuchttürme. Wenn ich Leute sehe, die machen was, haben eine Passion und dann ist ein guter Outcome. Und egal, wer oder was da dahinter steht, das ist für mich der Leuchtturm. Und da gibt es Gott sei Dank immer wieder ganz viel Schöne davon. Und solche Leute hoffe, dass so viele da herumlaufen oder in Orten wie diesen, dass die Jüngeren sagen, bah, wisst ihr, wen ich getroffen habe? Der hat zu mir gesagt, hey, was du machst, ist großartig, bleib dran. Und das ist ja sozusagen auch der Sinn und Zweck von so einem Ort, ein Cup, eine Fabrik der guten Hoffnung zu sein, oder in Zeiten, wo eben alles kompliziert ist, dass man sich ordentlich grüßt, dass man sich die Schulter an der Schulter ausheulen kann, dass man sich freut für den anderen. Es gibt ja nichts Schöneres, wenn wer was gewonnen hat und du rufst an und sagst, ich habe das gelesen in Trending Topics, Gratulation, super Deal, freut mich. Aber die Realität draußen ist ja immer ein bisschen umgekehrt. Neid, 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 Neid. Und das soll an so einem Ort anders sein. Das finde ich auch eine große Aufgabe. Aus meiner Sicht wird die sehr, wirklich sehr, sehr positive Entwicklung, die man in den letzten Jahren gesehen hat, wird weitergehen. Ja, also Oberösterreich hat sich gleich auf mit der Steiermark als klare Nummer 2 Standort etabliert, hat auch immer mehr internationale Aufmerksamkeit. Ja, da waren auch einige größere Millionen Investments in den letzten 1,5 Jahren dabei, wie Storyblock, ja, wie Tractive, wie Neom, die auch weit über die Landesgrenzen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das heißt, Oberösterreich ist voll auf der Landkarte der Investorinnen und Investoren. Man weiß, dass man technologische Exzellenz bekommt, man weiß, dass man viel Innovation bekommt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass sich diese positive Entwicklung weiter fortsetzen wird. Die Zielsetzung muss sein, nicht Nummer 2 zu sein, sondern einmal klar Nummer 1 zu sein. Aber jetzt nicht nur in Österreich, sondern in Europa. Wir sind mit im Transformationsprozess, was Energie betrifft, aber auch was den Automotive-Bereich betrifft. Und das wird auch lebensnotwendig sein für Oberösterreich, sich hier zu verändern und wieder eine quasi die Nummer 1 in Europa werden zu wollen.
denn das wird auch für den Wohlstand und für die Zukunft auch der Jugend und der nächsten Generation wesentlich sein. Thanks, man, to give you a hook remembering my name. There's the iPod, the iPhone, now we're crazy about the iPad, and here comes iSlur.